Ja, gesundheitlich geht es mir natürlich gut. Dass es jetzt schon ein Dreivierteljahr her ist, ist natürlich, fühlt sich sehr, sehr kurz an. Aber in dem Dreivierteljahr nicht verletzt zu sein, ist natürlich auch, sage ich mal, wie es mir jetzt geht, eine gute Antwort. Ja. Also aufgenommen von der Mannschaft her natürlich sehr, sehr gut. Also das sind alles, sage ich mal, Männer oder Jungs, ältere Jungs, die wissen, wie man miteinander umgehen muss. Vom Trainerteam auch, haben mit mir geredet, was sie erwarten oder was sie halt sehen wollen. Im Vergleich zu Union, ja. Also dass man jetzt, wenn man Geburtstag hat, bei Union einen Kuchen mitbringt für die Mannschaft. Hier ist es halt ein Kassenbier. Also das ist halt nochmal ein Unterschied, aber sonst im Groben gibt es eigentlich nichts. Ja, von der U19-Bundesliga ist natürlich nochmal, da spielt man halt begrenzt. Ne? Und hier im Herrenbereich ist natürlich, hier kannst du sehr, sehr lange spielen. Aber was ich gemerkt habe, ist natürlich das Körperliche. Also hier kannst du gegen 25-Jährige, 30-Jährige, manchmal auch 35-Jährige spielen. Das merkt man natürlich auch schon, das Körperliche, ja. Mein persönliches Saisonfazit finde ich sehr, sehr gut eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel spiele, auch von Anfang an, sage ich mal, in der Startelf und hier auch auf so viele Minuten komme. Also mein Saisonfazit sieht eigentlich im Luckenwalde hier sehr, sehr gut aus. Ja. Privat kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich das halt viel auf Fußball beziehe. Fußballerisch möchte ich natürlich gucken, wie weit ich wirklich mit diesem Fußball kommen kann. Ich bin noch jung, sage ich mal, da kann ich noch viel, sage ich mal, mich noch viel entwickeln. Und deshalb hoffe ich, dass es eigentlich noch weit hoch hinausgeht, sage ich mal. Schwerer Weg im Pokal ist, finde ich, immer, also jeder hat einen schweren Weg so. Man hat es auch schon bei Union gesehen, dass man das im Pokal halt, der Pokal hat seine eigenen Regeln, bedeutet, man kann auch gegen Unterklassige, kann man auch verlieren. Ja, bei Union hatten wir das auch und deshalb, ja, mit Neuruppin jetzt, ich meine, wenn man dann in den letzten Minuten in Unterzahl noch den, sage ich mal, Ausgleich schießt und dann ins Elfmeterschießen kommt, das ist eine große Leistung, finde ich. Und deshalb hat sich die Mannschaft auch verdient, jetzt da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Ja. Ja, ich finde, auch in der Liga sieht man ja, dass man auch, sage ich mal, wo wir jetzt stehen, ein bisschen weiter unten oder Mittelfeld, dass man gegen die oberen Teams auch gewinnen kann oder auch höher gewinnen kann. Und deshalb finde ich, dass die Möglichkeit für Luckenwalde da jetzt am 3.6. viel zu holen ist oder den Pokalsieg zu holen, dass das eigentlich sehr möglich ist. Ja. Ja, also das Stadion ist natürlich groß, auch für die Verhältnisse der Regionalliga. Gedanken machen wir uns darüber jetzt nicht. Also bezüglich beziehen wir uns jetzt erstmal auf die nächsten zwei Regionalligaspiele gegen BFC und Halberstadt. Und dann bereiten wir uns dann darauf vor, auf Cottbus. Aber ich denke, vor so einer großen Kulisse, das pusht natürlich nochmal einen Spieler, der dann spielt und motiviert einen natürlich auch sehr, sehr viel. Ja. Eigentlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, wir bereiten uns jetzt schon vor auf Cottbus, aber jetzt, wir wollen natürlich noch für die Saison das Bestmögliche rausholen. Jetzt haben wir noch zwei Spiele und jetzt 6 Punkte kann man noch holen und deshalb fokussieren wir uns jetzt erstmal auf BFC und Halberstadt dann.
Also geplant jetzt großes noch nicht, aber wir werden eine Reise machen, fliegen nach New York und nach Cancun. Ja, das kann natürlich nochmal pushen, dass man sagt, wenn wir das gewinnen, dass da viel möglich ist. Und ich glaube, jeder Spieler geht da ehrgeizig ran und hat auch den Willen, da nochmal, auch für Spieler, sage ich mal, die älter sind oder jünger, da so was Großes zu erreichen. Ja. Wünschen, ja, Träume gibt es natürlich, die man hat, aber ich würde sagen, wir müssen erstmal von Woche zu Woche schauen, dass wir da, wie schon gesagt, jetzt gegen BFC und Halberstadt die Punkte holen und dann gegen Cottbus von Minute 1 an und nicht, also gucken von Minute 1 an, wie wir dann spielen und nicht dann schon träumen, wie es danach wäre, weil ein Spiel dauert 90 Minuten, das müssen wir halt dann gewinnen. Ja.